Familie Pfaderer auf Österreich und Europareise. Ein Projekt zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011. Mehr auf www.familiepfaderer.eu. In jedem von uns steckt ein Freiwilliger oder eine Freiwillige. Ja, ich bin auch einer von Millionen Freiwilligen in Österreich und in der EU. Und heuer habe ich ein ganz besonderes Projekt, nämlich die Familie Pfaderer auf Österreich- und Europareise. Die Familie Pfaderer besucht Freiwillige und Freiwilligenorganisationen. Hier sind sie, der Max, die Froni, die Christel, der Philipp und der Wuffi. Die Idee ist es, Freiwillige und Freiwilligenorganisationen miteinander zu vernetzen, kennenzulernen, auf der Website familiepfaderer.eu vorzustellen. Und jeden Tag gibt es eine neue Story. Wer sind die eigentlich, die hier dabei sind? Das ist zum einen der Max Pfaderer. Der ist unter anderem, weil er Angestellter ist, bei der Feuerwehr, bei der Dorfmusikkapelle, bei der Bergrettung Rotes Kreuz, bei den Pfadfindern, Pfarrgemeinderat, Greenpeace, Altersheim, Behindertenverein und vielen anderen mehr. Also übertrieben freiwillig tätig, so wie seine Frau, auch die Froni, die man hier sehen kann. Sie ist übrigens eine geborene Freiwillig und sie ist unter anderem beim Kolping Österreich, beim Frauengesangsverein, bei den Naturfreunden, bei der Österreichischen Frauenföderation für Weltfrieden, Pfadfindergilde, Volksbildungswerk, AIDS-Hilfehaus, Promente und vielem anderen mehr, so wie auch der Philipp Pfaderer, der Philipp, der Gitarre und Triangel spielt, sehr viel freiwillig engagiert bei der Jungscher, er ist bei der Aktion Leben, Grüner Kreis, beim Barrierefreien Österreich, bei der ASKÖ, beim Österreichischen Eis- und Stocksportlerverein, bei der Wasserrettung, beim Hospiz, beim Barrierefreien Österreich und er ist auch Jugendleiter, also sehr, sehr aktiv. Die Christel wiederum, das ist die Christel und die ist in Europa unterwegs. Die besucht europäische freiwilligen Organisationen und dazu zählen unter anderem, wo sie auch freiwillig tätig ist, die Evangelische Jugend, Rotary, Menschenrechte Österreich, SOS, Licht für die Welt, Vox, dann der Schwerhörigenverband Österreich, die Möwe, die Klinik-Clowns, die Bergwacht und viele andere mehr. Also die Familie Pfaderer ist höchst aktiv. Ja, und der lauteste von allen, das ist der Wuffi. Der Wuffi, das ist auch mittlerweile der Liebling. Er ist der Wuscheligste, er übertönt alle, er ist der Anschmiegsamste. Er ist freiwillig bei den Kinderfreunden, bei der österreichischen Alpenjugend, dem Naturschutzbund, dem Tierschutzhaus und, so kleiner ist, bei der Hunderettungsstaffel. Mitmachen kann jeder. Die Familie Pfaderer freut sich, irgendwo vorbeizukommen bei Freiwilligen und Freiwilligenorganisationen. Jetzt seid ihr gefragt, mitzumachen, anzuschreiben, freiwillig@familiepfaderer.eu. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Mein Name ist Philipp Pertl und es ist ein schönes Projekt. Wir sind alle freiwillig und in jedem von uns steckt ein Freiwilliger oder eine Freiwillige. Ein schönes europäisches Jahr der Freiwilligentätigkeit. Wuff, wuff, ich bin der Wuffi. Ich bin 7 Jahre alt und ich bin einfach der lauteste meiner Familie. Weil ich tue Klettern und Laufen und Stern singen und alles, was dazugehört. Ja, du bist ganz toll, Philipp. Ich bin bei der Möwe. Weißt du, was das ist, du ungebildetes Kind? Ja, natürlich weiß ich das. Was glaubst denn du? Aber zusammen sind wir eins. Freiwillig! Volunteer. Make a difference. Freiwillig. Etwas bewegen. Mehr auf freiwilligenweb.at.